Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Empire. Ja, und wir müssen uns jetzt bei Empire erstmal darum kümmern, dass wir vernünftig nochmal Ressourcen sammeln und Schätze holen. Ich habe nämlich das Spiel schon mal ein bisschen weiter gespielt und da ist mir aufgefallen, verdammte Kacke, du bist gestorben. Ja, das war ein ganz schön bitterer Tag, wenn man plötzlich so nach einer längeren Zeit wieder in Empire reinkommt und dann merkt, verdammte Kacke, warum bin ich denn jetzt plötzlich so scheiße im Spiel? Und verliert einfach eine Runde. Und deshalb müssen wir jetzt mal eben hier noch eine weitere Truppe freischalten. Jetzt nicht hier in die Menü, aber in einem anderen Menü gleich. Wir werden hier erstmal letztes Gefecht freischalten. So. Und wenn die Ressourcen jetzt zurückgebracht werden von den drei Truppen, dann ist eh erstmal wieder auch schön. Bam, 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 bam. Dann können wir nämlich Schatzkammern bauen. Wir brauchen zwei Stück. Definitiv. I feel the need to feel. Na, haben alle gerade zu tun, die Imps? You have reached your maximum population. Ach ja, stimmt ja, da war ja noch was. Ich habe hier hinten noch Imps drin. Deshalb habe ich auch so viele unnötige Kreaturen hier rumrennen. Die Imps sollen nämlich nicht hier drin Glücksspiel betreiben, weil dabei kriege ich immer weitere Einheiten geschenkt. Was natürlich in dem Fall zurzeit absolut unnütz ist für mich. So, Kobolde, die musste ich auch nicht auf der Übersichtskarte befreien. Befreie die Kobolde, indem du die unheiligen Objekte auf Ebene 17 vernichtest. Vergiss nicht, was über die Zerstörungsreihenfolge gesagt wurde. Andersfalls würde dies Konsequenzen nach sich ziehen. Ja, ist nur noch ein Stab übrig. Das waren ja die Stäbe, genau. So, Ressourcen 300. Das ist super, denn dann können wir nämlich direkt zwei Schatzkammern bauen. Setzen wir die eine dahin, die andere dahin. Dann gehen wir auf die Übersichtskarte und können auch direkt Schätze einsammeln gehen. Beziehungsweise erkämpfen. Damit die Schatzkammern gleich auch direkt voll sind. Mein Dungeon ist auf Stufe 9. Große Heldenwelle in 5 Minuten. Genau, das ist nämlich, was mich letzte Mal ausgeschaltet hat. Da kommt nämlich wirklich eine massive Heldenwelle. Und ich war sehr schlecht vorbereitet darauf letztes Mal. Ich habe da echt ordentlich einen auf den Deckel bekommen. Und ich konnte nichts dagegen tun. Speer, Berserker, okay. Komm. So, jetzt nehmen wir noch rein. Was kann er? Nix eigentlich, ne? Speerfallen brauchen wir auch nicht. Was ist er? Ach, 50% mehr Erfahrung braucht kein Mensch. Heiltränke braucht kein Mensch. Also nehmen wir rein. Den Recken noch. Können wir gerade zwar nicht produzieren, aber nachher, später. So, 125 Gold. Jetzt kommt die nächste Truppe rein. Die bringt das letzte Gold mit. Die Heldentruppe hat mich letztes Mal niedergemäht. Sind auch noch 3 Minuten. Dann können wir die Truppen ja nochmal rausschicken. Können die nochmal ein bisschen Holz sammeln. Das sollten wir in der Zeit schaffen. Währenddessen kann ich hier, wenn denn das Gold komplett in der Schatzkammer ist, oder haben wir jetzt zu wenig Gold trotzdem? Nee, da sind die 150 erreicht. Bauen wir eine neue Truppe auf, dann können wir da mal, ja, hier, den reinsetzen, und den Speer. Dann können wir Truppe 4 zum Training schicken. Na komm, trainiert, meine Freunde. Meine Monster der Spielkultur. Haha, die Hexmeisterin weiß, wie sie Sachen schlägt. Guck mal, da ist auch ein Krieger, der hat Brüste. Na, Level up. Bam, bam, bam. Du hast mit meiner Hexenmeisterin Freundin geschlafen. So, jetzt schicken wir mal die Truppen einen Tick zurück. Ich glaube, ihn können wir hier schon einsetzen. Nee,
Noch nicht Truppenstufe 2, müssen wir also noch ein bisschen warten. Aggressivität, 10% auf Rüstung, hm. Kann doch eh immer nur Schaden gut sein. Weil jetzt sind es noch 2 Minuten Zeit. Jetzt müssen wir eben kurz warten, bis die Truppe kommt. Obwohl 2 Minuten, dann schicken wir hier noch einen rüber. Schauen wir zu, wie der hier die auslöscht und den Schatz mitnimmt. Ich brauche zwar das Gold zurzeit nicht, aber das ist besser zum Zugucken, als wenn wir jetzt die ganze Zeit hier rumlungern und nichts machen. Nee, everybody, ich will gerade nichts sehen. Jetzt weiß ich wieder nicht, ob der Overlayer mit aufgenommen wird oder nicht, weil manchmal ist es so, manchmal ist es aber auch nicht so. So, und du lässt meine Hexenmeisterin in Ruhe. Die soll nämlich jetzt ab in die Heimat wieder. Und jetzt kriegen wir nämlich auch Besuch in 1 Minute 23. Toll. Ist ja immer noch eine halbe Ewigkeit. Out of the pit into a hellhole. Vor allem sollte ich mal lieber Truppe 4 irgendwo hinschicken. Weil die ist frisch und neu. So, 1 Minute Zeit noch. Life. What's the point anyway? Wir können auch noch ein bisschen Fallen setzen. Muss man ja auch sagen, mit ein bisschen Glück kriegen wir ein bisschen Schaden durch die Fallen. So. Toll. Wir haben die Hexenmeisterin hier verloren an der Stelle. Aber wir können den ja... Den haben wir auch schon mit Rüstung. So, dann können wir die beiden auch nochmal ausrüsten mit der besseren Ausrüstung. Ausrüsten mit der besseren Ausrüstung. Alles ist klar. Proof. Du läufst. Es läuft. Das interessiert die Leute nicht. Das Spiel interessiert auch die Leute nicht. Aber du spielst es bis zum Ende. So, da kommt die große Heldentruppe. Life. What's the point anyways? So. Jetzt versuchen wir mal hier eine Seite auszuschalten. Eine Truppe rennt jetzt durch, das ist aber nicht so schlimm. Ist eigentlich ganz gut, wenn die sich gerade so ein bisschen aufteilen. Vor allem wichtig, dass wir den Alchemisten hier wegkriegen. Na, da ist noch ein Beschützer da oben. Ach, hier unten auch. So. Da haben wir noch einen. Und hier hinten ist dann der letzte Trupp. Wie sieht's denn aus mit unserer Truppe? Der geht's noch gut. Insgesamt. Komm, dann geht's mal los. Ich gehe jetzt zu Fuß, aber wenn ich Porte und nur eine Truppe vor Ort habe, die kriegen einfach nur auf Fresse. So, hier unten können wir den Begleiter aktivieren. Weil hier ist auch ein Alchemist drin. So, wenn der Alchemist fällt, dann ist nämlich alles bon. Weil das ist der Heiler von denen und der macht einfach so viel Schitte mit. So, jetzt können wir auch anfangen, die Räume wieder zu reparieren. Kein Arbeiter verfügbar. Haben die so viele Arbeiter auf dem Weg weggenommen? Ja, anscheinend. Aber jetzt können wir uns endlich wieder um unsere normale Quest kümmern. Wobei es darum auch schon geht, wir müssen ja den Schlüssel mitnehmen. Und sobald wir den ersten Schlüssel mitnehmen, kriegen wir hier mit unglaublich vielen Truppen zu tun. Und wir müssen den Schlüssel zu Fuß rausbringen. Also wie strecke ich ein mittelmäßiges Spiel auf die Unendlichkeit, indem ich einfach, ja,
solche Laufsequenzen reinmache in einem Spiel, wo man sich teleportieren kann durchgehend. So, setzen wir den Arbeiter wieder hier ein. Ja, setzen wir auch einen ein für Pilze, bis das Lager voll ist, weil wir haben ja 200 Ressourcen. Was soll schief gehen? Ab geht's in den Norden. Das Quest hatte ich ja hier schon gelöst. Die Aufgabe der Felder. So. Ach, da kam ich ja gar nicht ran. Stimmt ja, hier war ja irgendwas anderes drin. Ich erinnere mich düster. Na okay, jetzt teleportiere ich mal. Aber nur bis hier vorne. Nicht? Na, ich will bald teleportieren. Nein, was macht ihr denn da oben? Hauptsache, die ziehen einfach eine weitere Gruppe. Feindliche. Jetzt beweg dich. KI. Vor allem, der läuft immer noch einfach weg. Nehmen wir halt hier noch so ein paar affige Truppen mit. Vor allem jetzt bei dem Scheiß habe ich auch ein paar Einheiten verloren. Wir müssen auch mal schauen, wegen den besseren Rüstungen, dass wir da auf einer Stage bleiben. Rüstung angelegt. Aber hier oben, da müssen wir was anderes machen. Müssen wir ihn einsetzen. Das war Truppe 1. Da ist er. Gut, ab an die Kiste. Da ist eh wahrscheinlich wieder irgendein Scheiß drin. 25 Schätze. Aber meine Schatzkammern sind eh schon voll. Ab nach Norden. Und da ist der letzte Stab. Ich könnte auch wieder ein paar Blitze einsetzen. Was das immer für ein Schaden ist gegen meine. Vor allem, ich hab 4 Priester jetzt dabei und die schaffen es nicht. Warum sind die denn alle so auf aggressiv, ey? Die laufen ja überall hin, wo sie wollen. Ich kann es überhaupt nicht nachkontrollieren. Wie so ein Auto-Attack inzwischen. Aber das war vorher nicht so. Also in der letzten Spielversion lief das aber noch ein bisschen anders ab. Naja, ab in den Norden. So, ihn können wir auch upgraden. Ihn auch. Ihn haben wir auch schon. Gut. Dann holen wir uns den Schlüssel, nachdem wir die ganzen Schreckgespenster hier erledigt haben. Die übrigens immer wieder kommen. Die Rachegeister. Die kommen hier auf Schreckgespenst. Die machen aber nicht so viel Schaden. So, Schlüssel nehmen. Jetzt habe ich einen Schlüssel über den Kopf und jetzt darf ich zurücklaufen zum Ausgang des Dungeons. Und das sind diese Laufsequenzen, wo ich einfach sage, warum? Wieso? Gameplay, Spielfluss. ...20 Jahre ist es her. Damit, dass ich hier nochmal, ey, Laufquest. Und noch schlimmer ist, dass es jetzt neue Gegner gibt dann, die hier rumlaufen. Nämlich, es haben sich jetzt Portale öffnen, beziehungsweise dürfen sich gleich Portale öffnen, die nämlich immer wieder Zwerge hier reinschicken, die genauso stark sind wie die Angriffstruppen, die hier mit den Helden kamen bei mir in die Burg, in den Dungeon von mir. Diese große Heldenattacke, und da kriegst du auch die Krise. Ach ja, ich sehe es kommen. 3, 2, 1. Doch nicht niesen. Nice. You found a part of the key. Now go get the rest. Genau. Geh und hol den Rest. Ich bin auf dem Weg mit meiner Power-Truppe.
La la, la la, wir laufen durch den Dungeon und suchen Schlüsselstücke wie in den 90ern. Dabei musste ich nicht mal bei Dungeon Keeper Schlüssel suchen. So, dann holen wir jetzt den Schlüssel. Ich sag euch, teleportieren geht nicht. Deshalb liegt der Schlüssel auch hier schon mitten im Weg. Weil ich habe es am Anfang nicht gemerkt. Da. Töte den Alchemisten. Denn er ist gekommen, um andere zu heilen. Irgendwo einen, den wir wieder upgraden können. Boah, die Beschützer haben... Acht mal, wie stark die sind. Ich habe 4 Truppen und die hauen nur auf die Beschützer ein. Und trotzdem, es passiert einfach nichts. Niente. So, sehr schön. Wundervoll. Weiter geht's. Wo ist Baal Sohal? Da ist Baal. Out of the pit, into the hell, hell way. Oder irgend so ähnlich. Yeah, vor allem dann ist der Schlüssel da, damit er da hinten so 2-3 Schritte läuft. Hä? Angeblich? Bringe die Schlüsselstücke mit Baal in deinen Dungeon. Hab ihn aber jetzt immer noch über dem Kopf stehen. War es nicht schnell genug? Ach ja, ich könnte auch mal hier die auf Patrouillieren schicken. Bam, bam, bam. Dann laufen die mich immer durch meinen Dungeon. Das macht alles viel dynamischer und schöner. So läuft das. Naja, anscheinend habe ich den Schlüssel abgeliefert. Auch wenn das Symbol immer noch... Wer bist du denn? Aha, du patrouillierst auch hier im Feindgebiet. Das ergibt keinen Sinn. Da unten ist der letzte Altar übrigens. Aber wir wollen ja nach hier oben erstmal. Wir nehmen erstmal den weiteren, weit entfernten Schlüssel. Irgendwie erinnert mich der ganze Trupp an die 7 Zwerge, die durch ihren Wald laufen und, ja, dann irgendwann nachher ein Loch buddeln werden. Bam, 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 bam. Wir laufen durch den Wald. Wir haben keinen Wald, deshalb laufen wir durch den Dungeon. Okay. Jetzt porten wir mal. Zurzeit dürfen wir noch porten. Mit Schlüssel dürfen wir nicht porten. Die müssen eigentlich schon, als sie zusammengesessen haben, für die letztendliche Entwicklung dieses Spiels, hört ihr mal auffallen müssen, dass das ein bisschen dämlich rüberkommt. So. Angriff auf den Alchemisten. Ah, ah, ah. Irgendwas, was nur 1 kostet? Ja, Öle, aber ich will keine Öle einsetzen. Das einzige Gut, weil ich mich mal, ist, dass ich noch den hier geholt habe, letztes Gefecht, das halt die Schadensresistenz erzeugt bei denen, hier bei den Schreckensfürsten. Wenn die halt zu wenig AP haben, direkt 20% Schutz. Beziehungsweise 95%. Wenn die unter 20% fallen, 95% Schadensreduktion. Und das ist eine ganze Menge und damit kann man die eigentlich so gut wie immer retten. Bam bam. Laserschwerter fehlen. Einfach alles platt machen. So. Da sieht man es wieder. Neuer Rachegeist. Glück hoch. Glück auf, oder? So, habe ich jetzt den Schlüssel? Ah, siehst du, da kommt jetzt eine neue Truppe von den Mistzwergen. Ich mag keine Zwerge. So, jetzt nehmen sie den Mechaniker auseinander und als letztes die Beschützer. Sehr gut. Als wenn ihr eine KI habt. Das optimale Vorgehen. Knack, knack.
Und mit diesen wundervollen Bildern verabschieden wir uns von diesem Part von Empire. Bis zum nächsten Mal, Freunde der Spielkultur. Ciao!